Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video sind wir wieder bei unserem Leistungsschild, also unserem Typenschild, hier eines Motors, und wollen uns mal angucken, was uns dieses kleine Dreieck jetzt hier wirklich sagt, und sind somit also bei der Dreieckschaltung. Zur Sternschaltung habe ich schon ein Video gemacht und wird sich wahrscheinlich lohnen, das davor zu schauen. Gehen wir also mal runter. Dieses Dreieck, was heißt das? Was müssen wir dann wissen, wenn wir das sehen? Also, wir müssen wissen, dass es sich um eine Dreieckschaltung handelt. Ja, zeichne es eben genau dieses Dreieck. Ich mache sie hier mal formatfüllend. Und jetzt müssen wir eben wissen, wie sich Strangspannung, Leiterspannung, Strangstrom und Leiterstrom zueinander verhalten. Und dazu gucken wir uns einfach mal die Dreieckschaltung an. Also, wir haben hier drei Spulen. Ja, die sind in, man kann sie so als Dreieck zeichnen. Genau deswegen heißt sie auch Dreieckschaltung. Und hat die Spulenanschlüsse U1, U2 von dieser hier, V1, V2 von dieser hier und W1 und W2 von der dritten hier. Man schließt dann da, wo sich immer diese Spitzen des Dreiecks ja, treffen, also U1 und W2, schließt man L1 an. Bei V1 und U2 schließt man L2 an. Und bei W1 und V2 schließt man L3 an. Okay, jetzt gucken wir uns mal exemplarisch. Das, was ich sage, gilt also jetzt ne, nicht nur für L1 gegen L2, sondern auch für alle anderen Sachen. Wir gucken uns jetzt mal exemplarisch eine Sache an, und zwar die Spannung von L1 zu L2. Die nenne ich jetzt mal U1,2. Und hier sei auch wieder gesagt, es gibt hier zwei mögliche Schreibweisen. Man kann die 1 und die 2 groß schreiben, dann ist man eher ja, bei der elektrotechnischen Schreibweise. Man kann die aber auch so tief stellen und kleiner schreiben, dann ist man eher in der mathematischen Schreibweise. Also je nachdem, was ihr da machen sollt, macht das gerne so. Die Spannung zwischen L1 und L2, weil das zwei Leiter sind, nennt man Leiterspannung. Und um genau zu sein, heißt sie dann U1,2. Das ist eine Leiterspannung. Die Spannung von U2, oder fangen wir besser von da an, von U1 zu U2, den Spulenanschlüssen, das ist ein Strang. Deswegen heißt das Ding Strangspannung. Und um genau zu sein, wenn man sich das mal anguckt, stellt man fest, wenn von da nach da die Spannung ist, dann ist die Spannung offensichtlich von da nach da auch und um genau zu sein von da nach da auch. Das heißt, die Leiterspannung zwischen L1 und L2 liegt auch genau über dem Strang, ne, von U1 und U2. Man kann also sagen, die Leiterspannung ist gleich der Strangspannung im Dreieck. Bei einem Stern nicht so. Jetzt gucken wir uns mal den Strom an. Hier oben, wieder exemplarisch von einem Leiter. L1, da fließt der Strom I1 hier oben rein. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich also der Leiterstrom, weil das ist da oben der Strom, der am Leiter fließt. Wie verhält er sich zu den Strangströmen? Ne? Ein Strang ist hier zum Beispiel jetzt. Und dann sieht man, glaube ich, schon, hier oben ist ein Knoten. Ein Knotenpunkt. Das heißt, hier muss irgendwie diese Knotenregel gelten, die Knotenpunktregel gelten. Es ist der Strom, der hier ankommt. Ist nicht der, der da ist und ist auch nicht der, der da ist. Denn diese drei Pfeile, also I3,1, weil von L3 zu L1, deswegen steht da 3,1, und I1,2 von L1 zu L2, diese beiden, wenn ich die Differenz davon nehmen würde, würde I1 rauskommen. Würde ich die Differenz von I1 und I1,2 nehmen, würde I3,1 rauskommen. Und die dritte Möglichkeit natürlich auch noch. Spielt aber jetzt aber noch gar keine Rolle. Da mache ich vielleicht aber eigene Videos für. Wichtig ist, dass man erkennt, dass diese Ströme nicht gleich sind. Sind ungleich. Naja, und wie auch im Video davor, um den Verkettungsfaktor natürlich ungleich. Gucken wir uns das Ganze mal mathematisch an. Oder elektrotechnisch, aber hier habe ich mal dann immer diese mathematische Schreibweise genommen, das STR tiefer gestellt. Der Strom, haben wir schon gesagt, da ist der Strangstrom und der Leiterstrom. Also ne, Strangstrom, wenn man ganz allgemein vom Strangstrom spricht oder vom Strang spricht, kommt ein kleines STR hinter. Beim Leiterstrom, da kommt einfach das klassische I. Also, wenn ich den Strangstrom habe, so, schweres Wort, und nehme ihn mal Wurzel 3, das ist der sogenannte Verkettungsfaktor, dann bekomme ich den Leiterstrom. So, ne? Strang, Strom, mal Wurzel 3 ist der Leiterstrom. Der ist also größer. Hier habe ich es noch hingeschrieben. Und bei der Spannung hat man es ja angeguckt. Die ist wirklich gleich.
Da ist die Leiterspannung gleich der Strangspannung. Hier unten steht es auch nochmal. Also wenn ihr das Symbol seht, muss euch das genau umgekehrt zur Sternschaltung klar sein, wie sich die Strangströme und Spannungen zu den Leiterströmen und Spannungen verhalten. Ja, das soll es bis hierhin auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.